willkommen zur nächsten Partie bei unserem Couch Battle, was mal wieder heißt FIFA 13. Nachdem Chris seine erste Pflichtaufgabe erfüllt hat und hier die ersten Hasstiraden schon ausgetauscht werden. 13 in der Luft! Viele Fans, keine Stimmung Leverkusens. Und Chris auf unterstes Niveau sinken muss. Geht es jetzt weiter mit dem nächsten Spiel? Oh, hier, das sieht ja beschissen aus. Ja. Geht es jetzt weiter mit dem nächsten Spiel und dem nächsten Punkt für Chris? Wie sieht der denn aus? Das sah ja aus wie ein Neandertaler, dein Spieler da. Hallo! Hallo, was machst du? Wir haben noch nichts eingestellt. Doch, du hast doch alles eingestellt. Nein, das überlegt. Ihr macht doch mal hier los, ich kommentiere doch alles schon. Aber jetzt hat, haben wir die doch gleiche Zeit. Sicher? Ja. Also, sicher? Es geht um den zweiten Pflichtspielsieg für Chris. Und im Anschluss kommen wir dann an den eigentlichen Turnierplan, den es heute zu bewältigen gibt, nämlich das Spiel Dennis gegen mich. Ich drück das doch mal weiter! Muss ich noch mehr reden? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht alles. Ich hab die Steuerung vergessen. Chris hat eindeutig den Heimvorteil, auch wenn wir in Leverkusen spielen, weil er einfach das Spiel in- und auswendig kennt. Und jetzt auch schon mit der ersten Attacke fast zum Abschluss kommt. Aber da waren die Haare im Weg eindeutig zu lang. Die hat sich ein echtes abgeschnitten. Hallo, warum rennt er denn nicht und ran? Da, er ist mit zwei Mann durch, aber er vermasselt. Er hat es einfach nicht drauf, dieser Junge. Yes. Was geht hier ab? Hallo, ich habe vor 5 Minuten gedacht. Und da Leverkusen versucht sich aus der eigenen Spielfeldhälfte in Form von Dennis zu befreien, aber Die behalten den Ball nicht. Sie waren eine Sekunde drüben, aber sie behalten einfach den Ball nicht, stellt er fest. So lange war der drüben. Und da kommt ein Ball in die Spitze. Das ist doch und da scheiße. Da ist es geschehen. Das erste Tor für Dortmund und für Chris. Ja, komm. Gegen. Was machst du da? Ich wollte wegdrücken. Gegen glasklar in der Wiederholungsfunktion zu sehende, unterlegene Leverkusen. Geh mal raus. In Form von Tut mal weh. Ich drück doch 3. So, siehst du, klappt doch. Drück die 3. Ja, 3 gewinnt. Was? Fällt schon hin. Deiner, ja. Slapstick einer, was los? Diesmal hat es Leverkusen fast bis an den Strafraum geschafft. Jetzt sind sie auf Strafraumhöhe. Oh nein, er flankt und er bringt den Ball aufs Tor. Nein, es waren die Dortmunder, die den Ball aufs Tor gebracht haben, aber es war eh abseits. Also scheiß drauf. Also scheiß drauf. So, jetzt Dortmund wieder im Ballbesitz in Form von Chris. Ey, die bewegen sich nicht. Und Leverkusen leidet immer noch an Bewegungsmangel. Sie bewegen sich einfach nicht so, wie es der Trainer will. Die waren nochmal Flanken. Coach. Flanken war die linke Taste. Was ist das bei X. dir? X. Okay, gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Und Tosch jetzt Dortmund wieder kurz vorm 16er. Sie laufen in den 16er zu 4, zu 3, zu 5 und. Überzahl und schießt. Nein. Oh, kein Tor. Elfmeter! Was? Da hat er mich von den Beinen gerissen. Da ist aber wieder hier eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung. Fast so wie das Phantom-Tor von Stefan Kießling am Wochenende. Ach, das Phantom der Oper. Du springst mit A. Nein, mit B dachte ich. Mit B. Ach, ich spring gar nicht. Ich muss erst mal gucken, was für ein Taste. Wann muss ich denn drücken? Was ist richtig drücken? Ja, ich hab so und so. Du kannst doch den System nehmen, oder? Echt? Warum das denn? Keine Ahnung. Aber er hat sich doch vorher auch so bewegt. Also Leverkusen leidet immer noch an starken Bewegungsschwierigkeiten. Der Torwart bleibt auf den Beinen. Da stimmen die Bewegungsabläufe noch nicht so ganz. Aber die Pässe in vorne. Ey, guck mal, die behalten keinen Ball am Fuß. Die Pässe passen schon, aber was danach kommt, ist noch alles ein bisschen locker und lose und wackelig. Klose? Klose spielt hier guck leider. Guck mal, der wartet da einfach auf der Stelle. Er wartet einfach, er bewegt sich nicht. Die Lösung wäre vielleicht, den Stick zu bewegen. Ja, was denkst du, was ich mache? Ich drück nichts, warum bewegt er sich nicht? Leverkusen im Angriff und die Flanke kommt und er springt vorbei. Jo. Und da ist Dortmund auch schon wieder. Scheiße, es gibt wieder ein Tor. Chris ist am Ball. Chris ist am Ball und Leverkusen kann sich fast nur noch mit Fouls helfen. Dieses Foul wird allerdings vom Schiedsrichter geschickt übergangen, weil Dortmund total überlegen ist. Hält wie eine 1. Also ein kleiner Ansporn für die Leverkusener. Haut mehr drauf.
Und er hält schon wieder den Ball. Das ist ja unglaublich. Was ist ja noch drin hier? Nochmal zur Erinnerung, in der letzten Partie hat Dennis noch sehr stark Immer. Auf seinen Abseits. Keeper Bernd Leno geschimpft. Echt? Mittlerweile lobt er ihn in höchsten Tönen. Auch so. Ich hab gar nichts gesagt. Auch so können Journalisten einem das Mund im Wort rumdrehen, liebe Kinder. Was für ein Mund rumdrehen? Ey, guck doch mal, die spielen wie der letzte Scheiß. Leverkusen spielt wie der letzte Scheiß. Das ist selbst den eingefleischten Leverkusenern aufgefallen. Der Kali. Der hat vor dem Spiel auch nochmal die ganze Mannschaft gegessen. Ja. Mann! Dann nur noch die B-Mannschaft am Platz. Dreck. Chris, bleibt nichts anderes übrig, als wieder den Gegner auf Übelste zu beleidigen. Warte! Weil er einfach. Er kommt nicht mehr vor das Tor. Du hast ihn verletzt. Und jetzt hat er verletzt, jawohl, sie ist nur noch zu 10. Das ist die Chance für die Leverkusener. Nein! Haut drauf! Der liegt gar nicht mehr da, war gar nicht so schlimm. Also alles nur eine reine Schwalbe von Ilkay Gündogan. Natürlich, alles nur eine reine Schwalbe. Mehr können sie nicht! Und Dortmund wieder im Angriff und der Leverkusener haut sich einfach vorher mal aufs Maul, weil er denkt, ich gebe dem anderen aufs Maul, aber im Endeffekt... Oh nein, hier geht auch alles vorbei. Meine Fans schießt da jetzt schon ab. Ja. So frustriert ist also der Hobby-Fußballer, der nur über das Halbprofi-Niveau hier raus hinausgekommen ist. Nie über das Halbprofi-Niveau. Hallo? Er sollte anhalten. Und ja, was gibt's hier noch zu sagen? Leverkusen läuft eindeutig dem Ball hinterher. Ballbesitz wahrscheinlich. Leverkusen bin ich, ne? Ja, Leverkusen bist du. Du bist die Roten. Achso, das verändert natürlich alles. Ich dachte, ich spiel voll gut. Der Dennis läuft eindeutig dem Ball hinterher. Alter. Und jetzt ist Dortmund und die machen nicht das Tor. Da waren die Schuhe eindeutig eine Nummer zu klein gewesen. Was? Ja, sonst hätte er getroffen. Das Tor war zu flach. Oder das Tor war zu flach. Das war abseits. Und Dortmund will sich rächen und hat sich gedacht, ich hau einfach auch mal drauf. Siehst du, da kommen die Gefühle. Die versteckten. Da kommen die unterdrückten Aggressionen aus der verlorenen Kindheit in Erinnerung. Und er schießt einfach den Ball übers Tor. Ja, andere können das auch. Wollte mal zeigen, wie doll ich schießen kann. Ja, Marco Reus, so wie der Engländer gerade gesagt hat. Oh. Er verliert einfach den Ball. Alter, ich habe schon drei andere Tasten gedrückt. Er drückt einfach drei Tasten auf einmal und wundert sich, dass dann die vierte Taste genommen wird. Ich habe nicht mal eine vierte gedrückt. Das ist ja das Problem. Aber wir haben 4 Minuten Nachspielzeit, apropos 4. Ha! Hä? Apropos 4? Ja, 4 Minuten Nachspielzeit zur ersten Halbzeit. Und ja, kommt eine... Oh, warum ist der so langsam? Neben Bewegungsmangel leidet es in Leverkusen auch noch stark an Geschwindigkeit. Und vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit lässt stark zu wünschen übrig. Aber da sind wir auch schon in der Halbzeit. Deine Halbzeitkommentar? Muss wenn dann er hier machen. Kleiner Halbzeitkommentar. Ich hab Hunger. Leverkusen hat Hunger. Zum Glück gab es... Hunger auf Tore! Oh, jetzt die Kampfansage. Jetzt wollte ich schon sagen, zum Glück gibt es in der Halbzeit Schnittchen, aber Tore wird es wohl... Oh, wie weit der sich den Ball vorlegt! Das ist doch lächerlich. Ja, lächerlich. Ich becher mich weg. So können wir das ganze Spiel hier mal zusammenfassen mit diesem kleinen Adjektiv. Und... Oh, Not gegen Elend. Oh. Wer ist denn das? Reinhardt spielt einen Ball und... Oh, da war... Wäre der Kießling da vorne mal drangekommen und hätte den Ball nicht durch das Außennetz in das Tor geschossen, wäre das fast ein Tor gewesen. Wie, was? Wo? Und... Was macht er denn? Wir sehen es eindeutig an der Statistik. 80% Ballbesitz für Dortmund. Und Chris. Aber diese Ecke stellt keine Gefahr dar. Oh, das ist ja langweilig. Chris ist ihr eindeutig nicht gewachsen gewesen.
jetzt einmal von hinten raus vielleicht eine Konterchance für Leverkusen. Das sieht doch alles sehr gut aus, wenn jetzt noch der richtige Ball nach unten kommt. Nach unten, nicht in die Mitte, nicht nach oben, nach unten. Oh, aber die Leverkusener hören mich einfach nicht. Na, warum rennt er denn zurück? Ich hab das Gefühl, Alter, dass er leichte, ich passe zu ihm und er geht einfach weg. Alter, was für ein Dreck. Nein, geht doch weiter. Okay, die sind so gut. Ich hatte das Gefühl, der Kommentator ist auf Leverkusener Seite. Aber ich bin auf der Seite der Schwächeren und bin nicht wie Marcel Reif immer für die, die gerade führen. Oh, das waren harte Worte, Marcel. Ja. Entschuldigung, Marcel, aber es ist halt so. Ach Gott, das ist doch scheiße. Ja, Leverkusen ist jetzt eindeutig besser im Spiel in der zweiten Halbzeit. Die erste Stunde... ist noch kein Tor gefallen, nach 8 Minuten. Ja, aber die erste Viertelstunde war schon ein rotes Zeichen hier gewesen. Oh, aber was ist denn das? Da ist es wie immer, Dortmund kommt einmal vors Tor und da ist das 3-0 gefallen. Und ja, ist das schon die Vorentscheidung gewesen? Oder ist sie schon gar vorm Spiel gefallen? aber das sieht doch gut aus hier bei Leverkusen. Bis da vorne geht das alles wunderbar. Und dann krieg ich den Ball. Dann kriegt Leverkusen halt den Ball und es geht einfach in die andere Richtung. Oh nein, das war schwach. Oder auch nicht, weil ein Wollscheid vor den Ball kommt. Und er passt auf Toprak. Toprak spielt auf Schwab mit Doppel-A. Reinhardt erläuft sich den Ball. Mit TZ. Reinhardt mit TZ und ohne A. In Reinhardt. Ah, schön. Reinhardt. Ey, hör doch auf. Und dann spielt er einfach den Ball ins Aus. Natürlich wollte Lewandowski. Lewandowski an der Mittellinie. Lewandowski auf Wollscheid. Wollscheid. Wollscheid auf. Oh, was Lewandowski. Denn? Lewandowski. Warum? Wieder auf Wollscheid. Oh. Wollscheid. Fast gar nicht. Ihr müsst euch den Ball zuspielen. Damit meine Kommentare zu euren Aktionen passen, müsst ihr das auch machen, was ich sage. Ja. Das ist doch großes Kacker. Ein großer Kackhaufen wird hier auf das Spielfeld ausgebreitet. Ja, und er ist schwarz-gelb. Und ey, jetzt machst du dir keine Freunde. Was für Freunde? Ich will mir keine Freunde machen, ich will das scheiß Spiel gewinnen. Wir sind doch hier mitten im Wettbewerb, da geht es nicht um Freundschaft oder Sympathien, sondern nur um den Jawohl, Erfolg. Jawohl, der boxt dann raus! Der hat jede Verletzung aufgenommen! Hallo! Ja, mittlerweile fällt es sogar den Dortmundern auf, dass Leverkusen sehr stark körperbetont in dieses Spiel gegangen ist. Ja, was ist denn das hier? Ringelpiez mit Anfassen? Wir haben noch nicht Wetteballischen Waldwerfen hier gemacht, sondern Fußball. Dortmund ist gerade im Angriff. Dortmund im Angriff mit 4 Mann im Strafraum und ja! Die schießen. So! Und er freut sich immer noch, obwohl das Spiel schon längst entschieden ist. Es ist scheißegal, allein für diese Außer-Wattebäuche und dann Dortmund scheiße ist. Kriegst du jetzt noch. Das sagt der sagt, er ist nur ein Sympathisant und kein Fan. Ich bin Sympathisant, der Dortmunder. Und der sich nicht mal Spiele angucken kann, obwohl er die Chance hat. Ach, das ist doch. Ha. Ich gezwungen werde, hier Aufnahmen zu machen. Jo. Jetzt sind wir schon beim Zwang angelangt, aber Dortmund versucht es immer noch nach vorne. Zwanghaft, möchte ich fast sagen. Und sie sind schon wieder im Strafraum, aber er spielt nicht ab. Ob dabei kommt er einfach, wenn er auf sich abspielen würde, er immer noch auf sich selbst abspielen, aber es ist so eigensinnig. Abspiel Inception! Und das war doch mal ein herausragender Abwurf von Bernd Leno. Das soll einer verstehen. Genau zum EA SportsFootball.com Logo. Nein, wir machen keine Werbung. Wir spielen das Spiel nur gerade. Toprak, Reus ist das gerade. Reus dreht sich um sich selbst. Reus läuft auf den 16. Bayern. Dortmund dreht sich mal wieder im Kreis. Und jetzt Rolfes. Rolfes macht einen auf Nummer sicher. Er nimmt den Weg hinten rum zu Wollscheid. Wollscheid auf Bellarabi und da ist Bender dazwischen. Aber welcher Bender ist das? Das ist der. Ich habe keine Ahnung, welcher Bender. Ah doch, Bender. Der Leverkusener Bender. Was? Der Leverkusener. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit, die, glaube ich, meines Erachtens schon fast vorbei sind. Habt ihr das gesehen? Ist das der letzte Angriff im Spiel? Dortmund ist nochmal im Ballbesitz, kurz vorm Tor, aber sie verkackt. Weg! Jetzt ist auch Leverkusen eindeutig auf Ergebnissicherung aus. Können sie das 4-0 halten? Es sieht ganz so aus. Ping-pong.
Und nein, da ist das Spiel vorbei. Abschlusskommentar. Nein. Das war zu niedrig. Der Sieg war zu niedrig. Okay. Ich will nicht mehr Leverkusen spielen. Wir müssen, wir müssen eindeutig FIFA von uns Rangliste streichen, weil Chris leidet unter Größenwahn. Er sagt, nein. 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 Nein, das war nur zu niedrig. Das war auch zu niedrig. Wow. Aber ja, er hat sogar einen Elfmeter gebraucht, also. Ja, er hat nur 3 Tore aus dem Spiel erzielt, ist schon eine echt schwache Leistung, möchte man meinen. Naja, solange ich halt die Tore mache, der Gegner gar nichts. Ich würde sagen, Leverkusen hat sich wacker geschlagen, aber sie waren einfach zu langsam. So, das gibt wieder mal einen Punkt für Chris. Das heißt, er erhöht auf 28. Aber mehr kann er heute nicht kriegen, Gott sei Dank. Ja, weil das letzte Spiel findet jetzt zwischen Dennis und mir statt. Genau. Und Bayer gegen Bayern. So sieht's aus. Ich denke, du willst kein Leverkusen mehr spielen. Nein, ich bleib doch jetzt bei. Ach so. Ich muss sie doch trainieren. So, wir sehen uns im nächsten Part 3. Entscheidungsspiel. Haut raus. Seid dabei.